Nein, 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 der Gunther macht das nur Mittagspause. Er lässt sich die Frisur machen. Ja, ja, ja. Ohne ja, Frisur, heute ist auch nicht Montag. Oh, das ist kein Montag, macht das immer nur Montag? Nein, Montag ist ja immer Frisurtag. Okay. Wie geht's dir? Gut, gut, ganz gut. Wie läuft's bei euch? Mal so, mal so, mal viel, mal weniger, aber. Also Parts Europe, damit habe ich einen guten Lieferanten gefunden. Wir machen demnächst jetzt auch Motormaster. Motormaster heißen die, ne? Belgien? Motormaster, ja. Ja. Holland. Holland. Motormaster, wir machen demnächst auch Motormaster. Die machen eine neue Scheibe für uns, die wir bei euch kaufen müssen. Okay. Ja, das weißt du noch nicht, ne? Nein. Das weiß auch nur der Chef. Aber jetzt weiß ich es. Das weiß nur der Chef von Motormaster. Die Bremsscheibe ohne Löcher für hinten, die wird neu aufgelegt. Das hat früher für uns Lukas gemacht. Lukas ist gekauft worden. Von ZF Friedrichshafen und die machen also Zeug nichts mehr. Okay. Und deswegen habe ich bei denen angerufen und haben gesagt, Vertriebspartner seid ihr. Und dann haben sie gesagt, machen wir es so, dass es keine Eier gibt. Ne? Ja. Das Produkt wieder bei euch dann vertrieben. Ah ja, dann haben wir öfters noch. Ja. Tun, gell? Ja, am Anfang wird es schwierig. Es ist immer so, wenn was neu kommt, dann muss es erstmal gemacht werden, geliefert werden, gefertigt werden. Ne? Ich kenne das Spiel. Ja. Dann muss es erstmal Motormaster in Leistung. Guck mal, dein Chef ist auch schon da. Ja, da ist er. Jetzt darfst du nochmal mit ins Bild. Also kann man echt, mit denen kann man zusammenarbeiten. Ne? Jeder, der einen Laden hat und kann eine Werkstatt fotografieren, ne? Auch wenn es die vom Nachbarn ist, der kann sich da anmelden. Das sei die Einzige, die das wollen mit den Bildern in der Werkstatt. Was auch wichtig ist. Ne? Ja. Oder weißt du auch, dass jemand bei dir nee, überhaupt nicht. Nee, das in der Scheune eine Werkstatt aufmacht. Das ist ja das, was auch wichtig ist. Habe ich ja gerade gesagt, was auch wichtig ist. Ne? Das mit Bildern kann ich aber auch von den Amerikanern her, die haben das auch immer verlangt. So. Ich kannte das auch von anderen Firmen, die das verlangt haben. Also ich habe es noch nicht gekannt, aber okay. Es war überhaupt kein Problem. Wir haben Bilder gemacht und wir haben ja so viele Videos, dass man sieht, dass wir schrauben. Ne? Ja, ja, gerade Insta, bin ich dabei. Ja. Dankeschön. Ich lasse euch wieder in Ruhe. Ich habe einen strammen Tag heute. Bis demnächst. Bis dann. Wir hören uns hier am Telefon. Mit Sicherheit. Servus, ich habe den Markt da. Ne? Was ist das für Stand? Was treibst du da? Ich bin ja auch Vertrieb von SBB Tools und unterstütze Thierry, der hier ist. Der Thierry ist der Erfinder von dem Werkzeug und den habe ich in Thailand im Dschungel kennengelernt und so bin ich zu dem Werkzeug gekommen. Und der hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil es hier in Berlin ist. Machst gesagt, du den Vertrieb über Deutschland oder machen die das direkt? Also ich habe einen Vertrieb, ja. Die kannst du auch ähnlich kaufen bei ein bisschen Special von Tuatech. Ja. Wunderlich, ich hätte es gern. Ich weiß noch nicht, ob die so weit sind. Also wäre das was für mich? Ja. Im Prinzip. Die Frage ist, ob er. Also ich glaube, weitere Distributor möchte er nicht haben. Das weiß ich nicht, aber das muss ich erkennen. Aber es ist auf jeden Fall für BMW, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein Motorradteil, ich habe mit dem Werkzeug zeigt. Motor raus, ja. Neuen Motor rein. Nur ja. Für die großen Bolzen drauf, die zwei anderen Nüsse. Ja. Alles andere ist direkt über das Werkzeug gelaufen. Das muss ich mal merken, muss man reinschauen. Das sollte man Kontakt und mit mir aufnehmen. Und mein absolutes Favorite ist natürlich das Ding auf jeden Fall cool, ja. Den digitalen Torquemeter. Ja. Da hast du von 5 bis 160 Millimeter, Newtonmeter, ja. Hast du alles dabei auf der unterwegs. Das ist natürlich großartig. In der Größe eines Aetna ist. Cool. Voll geil, ja. Batterie drin? Ja, ja, hält über 2 Jahre bei mir schon. Okay. Und viel benutzt. Was ist mit Goldbach? Wenn ich schaffe, komme ich hin. Okay, ich habe die in der Liste noch nicht gesehen. Nee, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe mich alle angemeldet. Ich muss definitiv. Hör dir der ausreden, ich höre es, ne? Ich will eigentlich mit der fahren. Mi. Ja. Aber da wird noch geschraubt, gell? Die sind wir fertig. Ich habe gerade mein Spannungslicht aus. Ich brauche ja, aber du brauchst ja keinen Strom, mach das Licht aus. Ja, wenn ich fahre mit der anderen. Ja, nee, die geht ja aus durch die Einspritzung. Du hast ja keinen Vergaser. Da läuft ja nichts mehr. Was für Welt ist das, in der du lebst? Digital. Die moderne. Ich danke dir, ne? Ja. Okay, das ist die R5 SS. Supersport. Okay. Hast du das da abgelesen? Willst du wissen, wie viel Kubik die das hat? Das hast du da abgelesen? Nein, willst du wissen, wie viel Kubik die hat? Okay, welches Baujahr? 37. Das hast du, die Augen waren gerade unten kurz. Nein, die waren nicht unten, weil ich das da drüben sehe. Ja, ja, ja. Schau mal hinter dir. Und was ist das für ein Motorrad? Das ist die R5 SS. Das klingt ja nach einem Renault, oder? Ist aber kein Renault. Sieht bloß ähnlich aus. Sehr krass. Ja, das sieht man, weil es angefangen hat. Das Konzept haben die bis heute durchgezogen. Ne? Mit dem Boxer? Ja, das hat mit der R32 angefangen. Aber die haben den Motor umgedreht, oder? Die hatten den Motor. Nein, langsam. BMW hat nie den Motor so eingebaut gehabt. Das war Victoria, die hatten die Boxermotoren eingebaut. Und BMW hat eine Firma, ich sag jetzt Helois oder sowas gekauft, gehabt, Motorradmarke. Und die war aber nicht so gut am Markt und hat nicht funktioniert und deshalb haben sie dann versucht, mit dem eigenen Projekt dran zu gehen. Und die Motoren waren produziert, die Boxermotoren, die sind aber nicht abgenommen worden von Victoria.
und dann musste man irgendwie was bauen. Und ihr Chefingenieur hat dann quasi eine R32 hingebastelt gehabt, die dem heutigen Motorrad nach vorne entspricht. So hat das 1923 angefangen. Aber warum ist kein R32 da? Weil die 200.000 Euro... Weil wir heute bei BMW sind, nicht bei VW. Weil die 200.000 Euro wert ist. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen? 200.000. Eine R32 in gutem Zustand. Und das ist eine R5? Ja. Also die hat... mehr Kubik. 3,2 Liter Hubraum. Nee, die hat jetzt 500 Kubik. Und die R32? 320 Kubik wahrscheinlich, oder? Echt, auf zwei Zylindern? Ja. Das ist aber noch von der Zeit vorher, oder? Das war 1923. Also 10 Jahre vorher. Das ist 37, ja. Thorrad hat 1923 dann angefangen, Motorräder zu bauen. Das ist die abgekapselte Sparte. Und wir feiern ja heute 100 Jahre. 100 Jahre BMW Motorrad.